Hallo liebe Freunde, vielen herzlichen Dank fürs Einschalten und willkommen zu einem neuen kleinen Video. Im heutigen Video beschäftigen wir uns mit der Frage, was wäre, wenn Sira wüsste, dass Simba Scar nicht umgebracht hat? Dieser Videovorschlag stammt von der Zuschauerin Sarabi über Discord. Danke dafür und starten wir los mit dem Video. Wenn du dich für König der Löwen oder die Garde der Löwen interessierst und dir meine Videos gefallen, kannst du meinen Kanal gerne abonnieren, um keine neuen Videos zu diesen Themen mehr zu verpassen. Zum Videovorschlag gab es auch gleich zwei Theorien mit dazu. In der ersten Theorie vermutet sie, dass Sira vermutlich alle Hyänen ausgeschaltet hätte und dann verschwunden wäre. Und die zweite Theorie wäre, dass alles so gelaufen wäre wie im Film. Sprich, Sira rächt sich grundsätzlich eigentlich nur an Simba. Und zu diesen beiden Theorien möchte ich noch eine dritte Theorie aufstellen. Denn ich könnte mir vorstellen, dass ein bisschen was von beiden passieren würde. Denn wenn Sira wüsste, dass Simba nicht für den Tod von Scar verantwortlich wäre, würde sie ihn dennoch hassen, weil er ihn ja im Prinzip vom Thron verscheucht hat. Denn wäre Simba nicht zurückgekommen, wäre das mit den Hyänen vermutlich nie passiert. Das heißt, wenn wir jetzt davon ausgehen, dass Sira sieht, wie die Hyänen Scar töten, würde ich vermuten, dass sie sich zuallererst an den Hyänen rächen würde. Und vielleicht hat sie das sogar, denn wir wissen nicht, was mit Shenzi, Banzai und Ed passiert ist nach dem ersten Teil. Es wird zwar von Nuka gesagt, dass die Hyänen abgehauen sind, aber möglicherweise hat Sira sich einfach an den Hyänen gerecht und im Nachhinein behauptet, dass sie verschwunden sind. Und bei den kranken Ideen, die Sira im Wiegenlied beschreibt, kann es durchaus sein, dass es so passiert ist, also es wäre ihr zuzutrauen. Aber auch wenn sie sich jetzt für den Tod von Scar gerecht hätte, hätte sie immer noch das Ziel, das geweihte Land zurückzuerobern für Scar. Und dementsprechend würde es vermutlich ab hier wieder weiterlaufen wie im Film. Sie würde Kovu dazu ausbilden, Simba zu töten, Kovu würde sich dann allerdings in Kiara verlieben, das Ganze geht schief und am Ende geht alles gut. Ja, das war's eigentlich mit dieser Theorie. Ich hoffe, euch hat dieses kurze Video gefallen und ich würde sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dahin, ciao!